Das war, das ist unser Kontaktbereichsbeamter Herr Holm. Und wer Herrn Holm einmal live erleben möchte, hat bald dazu in Hamburg Gelegenheit. Vom 1. bis zum 4. Oktober tritt er wieder in der Kampnagelfabrik in Hamburg Winterhude auf. Stars, das Thema unserer heutigen Sendung. Und es ist nicht ganz einfach, deutsche Stars zu bewegen, in diese Sendung zu kommen. Sie ist zu uns gekommen, sie ist ein Star in vielerlei Hinsicht. Sie kommt, ja, kommt sie eigentlich aus Deutschland? Sie kommt aus München. Heute zu uns in den hohen Norden. Begrüßt Sie bitte herzlich live zu Gast in der Schmidt-Mitternachtsshow aus München, Barbara Valentin. Frau Valentin, herzlich willkommen. Wir wollen Platz nehmen. Nehmen Sie diesen etwas, das ist ein großer, ja, ist festgeschraubt. So, guten Abend. Nein. Geht's mit dem Bein? Nein, es geht nicht. Jetzt? Wie machen das andere? Ich mache es so. Also, Oh Gott. Nein, so. Frau Valentin, Gesprächsthemen bieten Sie zu Hülle und Fülle. Ich habe vorher gedacht, gestern noch gedacht, wir könnten reden über Ihre drei Ehen, wir könnten vielleicht über Ihr Schlafzimmer, über Ihre Kinder, über Ihr Verhältnis zur Sexualität oder über Ihre Oberweite reden. Alles Themen, die in der deutschen Boulevardpresse lang und breit abgehandelt worden sind. Und dann kam ich heute Nacht am Zeitungsstand vorbei und fand die Bild-Zeitung des heutigen Tages. Und die Schlagzeile der Bild-Zeitung hat mich so bewegt, dass ich gedacht habe, darüber möchte ich eigentlich gerne mit Ihnen reden. Auch wenn es vielleicht gar nicht so ein, ja, es ist kein lustiges Thema. Es ist ein Thema, was mich und was Sie betroffen macht. Die Schlagzeile von heute, der Bild-Zeitung, Anthony Perkins von AIDS zerstört. Und darunter der große Titel, Lebt wohl, ich sterbe. Ein Bild von Anthony Perkins aus dem Juli dieses Jahres. Ich nehme an, Sie haben diese Zeitung gesehen. Ja, ich habe sie heute gesehen und auch gelesen, ja. Ich möchte eigentlich deshalb von Ihnen gelesen wissen, was bewegt es bei Ihnen, wenn Sie so eine Schlagzeile sehen, wenn Sie diese Bilder sehen? Tja, ich muss was sagen, es bewegt mich immer weniger, aber trotzdem immer mehr. Man gewöhnt sich daran und trotzdem, nach so vielen Jahren, dass es das immer noch gibt und noch immer keine Hilfe, das bewegt mich, dass es eben seit 12 Jahren noch nichts gibt. Das ist das, was mich bewegt. Und das andere ist, dass es eben sonst in Vergessenheit geraten ist und nur, wenn ein Prominenter stirbt, wieder eine Schlagzeile wert ist. Sie haben viele Freunde in München, die bei Ihnen ein- und ausgehen in Ihrer Wohnung. Sie haben viele Freunde, die gestorben sind in den letzten Jahren. Ja. Wie hat sich Ihr Verhältnis geändert? Also mein Verhältnis zu was? Zu wem? Ihr Verhältnis zu den Kranken, zu der Krankheit, in dem Erleben mit Ihren Freunden. Ja, es ist etwas geschehen, dass man sich auf der einen Seite daran gewöhnt, auf der anderen Seite sagt man sich dann, man muss was tun. Man darf diese Krankheit nicht in Vergessenheit geraten lassen, weil die Menschen nach wie vor daran sterben. Und es ist keine Aussicht, für mich jedenfalls glaube ich noch nicht daran. Diese Leute, die heutzutage erkrankt sind oder HIV-positiv, leider glaube ich nicht daran, dass für die noch eine Hilfe kommen kann bei der Forschung. Und deshalb habe ich mich dann auch entschlossen, irgendeinen ganz kleinen Beitrag zu tun, der in meiner Möglichkeit steht und indem ich also Veranstaltungen mitorganisiere oder auftrete, so wie ich kann, was in meinen Möglichkeiten steht. Ja, das ist es vielleicht schon. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass in Deutschland so wenig Prominente, so wenige wie Sie, öffentlich aufstehen und sagen, ich möchte etwas für AIDS-Kranke tun? Ach, erstmal, es gibt gar nicht so viele Prominente. Zweitens hat diese Krankheit auch heute noch ein, sagen wir mal, ein Ogu. Es ist nicht gesellschaftsfähig, das Wort AIDS. Das hat man nicht zu haben. Die Leute verstecken sich nach wie vor
oder sie bleiben in ihren Kreisen, da fühlen sie sich sicher, weil sie nicht allein sind. Aber in der Provinz, in den kleinen Städten, da sagt man, was soll denn das, das geht uns doch gar nichts an, das ist das ausschweifende Leben, das ausschweifende Sexualleben der Großstädter, der Randgruppen. Und das betrifft uns doch nicht, damit wollen wir, das ist pfui, so etwa. Wir wissen beide, dass dem nicht so ist. Wir wissen beide, dass nach wie vor die Bumsbomber nach Thailand fliegen. Ja, das finde ich ganz schrecklich. Das finde ich also das Allerübelste überhaupt, ja. Und vor allem, dass die normalen Leute, die sogenannten normalen, die diese Charterflüge nach Thailand benutzen, ja, die sagen dann, ja, damit haben wir nichts zu tun. Die ignorieren das alles und sagen, ach, es sterben ja nur die Schwulen dran. Was haben wir damit zu tun? Nichts. Wir wissen beide, dass es nicht so ist, und ich glaube, wenn ich von mir etwas erzählen kann, etwas, was mich immer wieder erschüttert mit meinen Freunden, mit denen, die krank sind, die HIV-positiv sind, sie möchten ein bisschen was trinken, richtig. Können wir ein Wasser haben? Meine Freunde, die krank sind, sind so lebenslustig, dass es mich eigentlich betroffen macht. Sie haben so eine Lebensfreude, sie leben so im Moment und möchten so leben im Moment, tun es auch, sie sind so lustig. Und wir beide, die wir uns im Rahmen unserer Möglichkeiten einsetzen für AIDS-Kranke, wir sitzen eigentlich da, reden über unsere Freunde und sind dann immer ziemlich betröppelt. Ne? Ich kenne auch sehr viele Kranke und sehr viele HIV-positive Menschen, die man also noch nicht als krank bezeichnen sollte. Vielleicht ist das eine Art, damit fertig zu werden. Ich kann es verstehen, weil das hat keinen Sinn. Manchmal kann man 10, 12 Jahre positiv sein und man stirbt noch nicht und es bricht die Krankheit noch nicht aus. Warum soll man warten? Es ist ja eigentlich eine Zeitbombe, die tickt. Aber auch diese Leute haben sich daran gewöhnt. Ich persönlich, ich habe so viel damit zu tun. Mein Freundeskreis, es ist fast schon so unter 100, haben es 10 nicht. Und davon lügen vielleicht ein paar. Oder sie wollen es nicht wissen. Und die sind ganz normal, die leben normal, man gewöhnt sich einfach an das Unheil, an die Katastrophe und lernt damit leben. Ja. Ich empfinde auch keinen solchen Schock mehr oder ich ekle mich nicht oder ich überlege mir nicht, mein Gott, darf man ihn küssen, darf man die Hand geben oder was, darf man die gleiche Toilette benutzen oder so weiter. Ja. Das Problem habe ich auch nie gehabt und trotzdem merke ich manchmal, wenn Leute zu mir zu Besuch kommen, weil eben viele meiner Freunde positiv sind, die gehen nicht bei mir auf die Toilette. Also das ist immer noch, und das finde ich ganz grauenhaft, ist immer noch nicht die Aufklärung. Und diese Bildzeitung oder wie diese Boulevardblätter auch heißen, das ist nur Sensation, aber keine Aufklärung. Und wie gesagt, die seriöse Aufklärung, die wird nicht wahrgenommen, weil die anderen sagen, das betrifft uns nicht, das tangiert uns nicht. Das sind eben eine andere Schicht von Menschen. Frau Valentin, Sie haben etwas bescheiden gesagt, Sie tun etwas in München. Was tun Sie in München? Was haben Sie vor? Was wollen Sie machen? Das hat jetzt gar nichts mit München zu tun. Das fing einfach an, dass ich in so einer Clique bin, wo sehr viele Kranke sind oder Betroffene. Ich habe neulich in Köln an einer AIDS-Benefiz-Veranstaltung teilgenommen. Ich habe Lose verkauft, ich habe die Tombola-Lose gezogen, habe gewisse Konferenzen gemacht, nicht nur, was Sie machen. Aber ich kann das nicht so gut, ich bin noch nicht so perfekt darin. Und daraufhin kam man, also der Förderkreis der Initiative von den Düsseldorfern, der Universität der AIDS-Kranken auf mich zu. Jetzt ist also am 6. November wieder eine Veranstaltung. Ich werde da sein, was ich noch genau mache, weiß ich nicht. Und wenn es nur Lose verkaufen sind. Und in München plane ich mit zwei Leuten eine große Veranstaltung fürs nächste Jahr, die hoffentlich sehr viel Geld bringt. Und ich reiße auch Sponsoren auf, ich habe da gar keine Hemmungen, weil es ja nicht für mich ist, das Geld. Frau Valentin, ich finde es schön, dass wir Sie von einer ganz anderen Seite kennengelernt haben, im Fernsehen, ganz anders als diesen, diese Klatschspalten, Valentin, ganz ernsthaft kennengelernt haben. Und ich wünsche mir auch ganz ernsthaft, dass es mehr deutsche Prominente gibt, die so ernsthaft ein Anliegen verfolgen, wie Sie es tun. Ich möchte mit einem Satz enden von Ihrem guten Freund Freddie Mercury, der hat, einer seiner letzten Titel war The Show Must Go On. Barbara Freddie hat heute Geburtstag, oder er hätte heute Geburtstag gehabt.
Vielen Dank, dass Sie hier zu Gast waren. Danke auch.